Ja, herzlich willkommen, hereinspaziert. So, willkommen nun in meinem Studio. In diesem Studio und in meinem Berliner Studio sind viele Produktionen wie Tatorte, Musicals wie Poe, Elements, Hexen, Snow White, Paradise of Pain entstanden. Filmmusik ist, wie gesagt, die letzte, sind die Flügel eines Films eigentlich, um ihn zu beflügeln. Man kann ihn aber auch mit Musik kaputt machen. Deswegen ist die Aufgabe eines Filmmusikkomponisten nicht, mit Musik zu dominieren, sondern ironischerweise ist die beste Filmmusik, wenn sie nicht auffällt. Kann, um Druck zu erzeugen oder sowas, was eher ins Sounddesign geht. Und here we go. Er hält an, die Streicher spielen. Jetzt sieht er sie. Jetzt der andere Mann. Jetzt kommt das Thema wieder. Aus. Das wäre jetzt eine Sequenz. Ich habe jetzt einfach eine viertaktige Figur geschrieben, die quasi A für das Rennen unseren Kollegen zuständig ist und ein Thema, wenn er sich beruhigt und sozusagen, wenn ich die Szene setze und er sieht seine Geliebte. Der Riff geht, also ein Akkordriff geht wie folgt. Chase, also die Verfolgung und das ruhige Thema. Aber enden. So, und jetzt unterlegt mit Grooves und einer gesungenen, gepfiffenen Melodie kommt Folgendes zustande mit dem Film. Achtung, los geht's. Szene beruhigt sich und jetzt sieht er sie. Ein Lächeln. Und Schnitt. Also wir haben das Drama komplett rausgenommen und haben es eher humoresk gesehen. Okay. So, jetzt machen wir Kino der großen Gefühle. Alter Hollywood-Stil, sagen wir, der Film 50er, 60er Jahre gedreht. Und dann habe ich ein großes Romantik-Thema geschrieben. Das werde ich gleich auf der Gitarre anspielen. Der Sound der akustischen Gitarre weiblicher ist als alles andere, was ich jetzt zurzeit zu bieten habe. Und deswegen werde ich jetzt multitemporal Klavier spielen und danach die Gitarre. Und wenn man erst ein Liebesthema kommt, werde ich zur Gitarre wechseln. Musik.
dir deine Frau. Jetzt wird es etwas seltsam. Und jetzt verändere ich mit einem Akkord den Blick des Schauspielers. Achtung! Lass ein großes Fragezeichen offen mit diesem Akkord. Also der Akkord beeinflusst letztendlich den letzten Blick vom Schauspieler, unterstützt ihn und lässt ein Fragezeichen im Publikum oder dem Zuschauer. Was soll das?